Der Mensch als Tier unter anderen Tieren, nicht mehr und nicht weniger. Wir sind gewohnt, uns als anders, als andere Tiere zu betrachten. Wir haben überhaupt ein Problem, uns als Tier zu betrachten oder zu bezeichnen. Menschen neigen also zur Separierung bezüglich der Welten, in denen sie existieren. Damit behaupten sie sich einseitig und das dient natürlich dem eigenen Interesse ihrer Spezies. Es gibt aber dabei ein großes Aber. Wir existieren gemeinsam in einer Zeit, in einer Gegenwart, in einer gemeinsamen Welt. Und das eine Tier ist nicht besser als das andere. Da wir miteinander nur begrenzt kommunizieren können, bleibt uns nur unser Mitgefühl und der Respekt vor der jeweiligen anderen Lebendigkeit, die wir gemeinsam füreinander empfinden. Damit das Teilen einer gemeinsamen Welt, in der es kein Besser und Schlechter gibt, sondern nur den Platz des Gemeinsamen. Was wir nicht wollen, dass uns geschieht, fügen wir auch anderen Tieren nicht zu. Überlegenheit führt zu Ungleichgewicht und darum zu Einseitigkeiten und der Dysbalance einer gemeinsamen Welt.